Heute werden wir aus einer MK2 Sport eine MK3 Sport machen. Nein, ihr habt euch nicht im Titel verlesen. Heute werden wir zumindest versuchen, den Dreigang Z50 aus Indien, den wir in der letzten Folge mit sehr, sehr viel Mühe wieder zum Leben erweckt haben, in diese Maxi MK2 Sport einzubauen. Dreigang in der Maxi ist schon ein richtiger Hammer. Es gab schon ein paar Umbauten auf Viergang und so, aber das war alles ein kompletter Pfusch, wo sie einfach irgendeinen anderen Motor reingegeben haben, die Motorhalterungen zerschnitten, umgebaut, umgeschweißt. Das hier sollte eigentlich 1:1 hier zum Reinschrauben gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt wo ich das laut ausgesprochen habe, werde ich mindestens 10 Probleme finden, warum dieser Motor hier nicht reinpasst. Wir fangen jetzt mal mit den Basics an, schauen uns die Dimensionen von den zwei Aggregaten an und ob das eine Chance hat, hier wirklich reinzupassen. Ich versuche jetzt da unnötigen Blockaden vorzubeugen. Deswegen schaue ich einfach mal, was mir hier jetzt komisch vorkommt. Ich habe schon mal gemessen, dieser Motor ist insgesamt auf jeden Fall länger als der hier. Wenn ich hier vom Zylinderkopf wegmesse, dann habe ich bis zur hinteren Motorhalterung 36 bis 37 cm. Und wenn wir jetzt genau den gleichen Motor nehmen, der in der Maxi jetzt aktuell verbaut ist, dann haben wir knapp unter 36. Also das ist 1 cm Unterschied und selbst mit dem langen NGK-Kerzenschuh wird das kein Problem. Aber wir kennen alle die Maxi-Gabel, nicht für ihre Stabilität bekannt. Und wenn man bremst, verbiegt sich das Ding ein bisschen. Jetzt kann sein, dass wenn wir eine Vollbremsung machen, dass diese zwei Muttern hier beim Kerzenschuh anstehen. Sehr ungutes Gefühl für jeden, der schon mal miterlebt hat, der weiß genau, um was es hier geht. Im schlimmsten Fall gibt es den NGK 0 Kilo-Ohm Kerzenschuh. Der ist um einiges kürzer und damit können wir das Problem lösen. Also die Länge ist mal definitiv keine Blockade. Eine andere Sache, die ich mir jetzt angeschaut habe, ist die Breite. Und zwar haben wir hier nicht wirklich viel Platz vom Bremshebel zur Zugbolzenabdeckung. Jetzt messe ich vom Zündgehäuse bis zum Kupplungsdeckel knapp 20 cm. Bei einem normalen Z50 sind es 17 cm. Dass das 3 cm mehr sind, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Der Hebel hat von Haus aus nur 3 cm Abstand zum Gehäuse. Und diese Abdeckung ist definitiv mehr als 5 mm hoch. Das bringt nicht wirklich was auf der Welle, hier weiter rauszufahren, weil die ist nicht gesichert hier drinnen. Das heißt, wenn wir hier weiter rausfahren, rutscht die einfach rein. Das ist ein Ding, das können wir auf jeden Fall lösen. Man kann die anders biegen. Es sollte auch nicht allzu groß ein Problem sein. Der hier ist, glaube ich, offensichtlich. Ich hoffe, dass der genug Wurf hat. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war der Handschalterhebel auf der Hero ein Zweigang und deswegen hat er nicht genug Wurf gehabt. Das müssen wir uns noch anschauen. Das größte Problem mit Abstand wird der Zylinder werden. Dieser Hero-Puch-Zylinder wird noch neu verkauft und wenn ihr nicht alles habt, was wir hier auch haben, also den Hero-Ansaugstutzen, den speziellen Auspuff dazu und das Moped selbst, dann ist dieser Zylinder für nichts zu brauchen, weil der Einlasswinkel schief ist. Wenn ihr hier schaut, das ist nicht gerade. Und das war bei keiner Puch so, dass der einen Winkel hatte. Das heißt, Ansaugstutzen passt natürlich gar nichts. Wenn man sich jetzt all diese Probleme anschaut mit Kerzensteckerabstand, Einlass, Auslass, bin ich sehr verleitet, einfach den Super Maxi Zylinder zu nehmen und den hier drauf zu stecken. Das wäre die einfachste Lösung. Wir wissen, dass das funktionieren würde, weil hier ist das Setup relativ brauchbar. Das macht mit zwei Gängen schon 75 km/h, also wirklich mehr als ausreichend. Allerdings wäre natürlich der Kleinmotorradzylinder irrsinnig interessant und deswegen möchte ich den heute zumindest mal ausprobieren und wenn er mich zu sehr bekämpft, dann kommt der Super Maxi rein. Ich werde hier jetzt mal ein bisschen Platz machen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sind sie die magischen Zahlen? P2 M2M, der 1.9er TDI unter den Buchmotoren. Und wir ersetzen ihn hiermit. Ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee ist. Ausprobieren werden wir es allemal. Zuverlässigkeit von dem hier wird er sicher nicht haben, aber den einen Gang möchte ich nicht missen. Man sieht hier jetzt auch ziemlich offensichtlich nochmal, wo der Unterschied herkommt. Die Motorhälfte ist jetzt um 2,5 oder 3 cm breiter als die hier. Ich werde jetzt mal den
Ansaugstutzen abschrauben, der geht sich offensichtlich bei der Maxi gar nicht aus. Dann schauen wir mal, wo wir mit dem Einlass stehen und ob wir vielleicht irgendwas basteln können. Kupplung ist drin, Kette ist drauf. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, dadurch, dass dieser ganze Deckel weiter nach außen rückt, rückt auch der Aufnahmepunkt für die Kupplung weiter raus. Nicht nur, dass es jetzt nicht mehr zum Rahmen hingewinkelt ist, sondern es ist auch weiter außen. Deswegen macht dieses Kupplungsseil hier einen sehr komischen Bogen und ist sehr streng gegangen. Das heißt, ich habe diese Adjustierschraube jetzt ganz runtergedreht, damit hier der Bogen so weit wie möglich ist und stelle das Kupplungsspiel hier oben ein, weil hier ist es wurscht, wenn es ein bisschen weiter rausschaut. Das hier habe ich vorher gesehen. Das ist genauso, wie ich es gesagt habe. Die andere Sache ist, der Kickstarter steht jetzt hier nicht mehr hier unten an, wo er normalerweise ist, sondern genau auf der Verzahnung von der Welle. Gegen das hier muss ich was machen, aber das sind Bremsen, die kommen ganz zum Schluss. Ansonsten funktioniert das relativ fein. Ein Problem haben wir. Normalerweise ist hier diese seitliche Verstellung, diese Verstellung hier auf der Seite. Die ist für Maxi-Alt-Modelle oder was auch immer, original halt. Und die hier war dann für die Plus-Modelle, wo man von oben in den Vergaser reinschauen konnte. Ich habe hier jetzt die Spannung eingestellt und das hier ist keine Maxi Plus, deswegen komme ich hier oben nicht mehr dran. Das heißt, wenn wir jetzt da die Seilspannung insgesamt ändern wollen, müssen wir den ganzen Motor wieder abkippen. Also das ist natürlich nicht gut. Ich bin jetzt mit meiner Kiste ziemlich gut durch und hier ist wirklich alles drinnen. Jede Richtung, jeder Durchmesser. Und große Überraschung, nichts passt. Das Näherste, an was ich herangekommen bin, ist das hier. Wäre von der Länge her eh suboptimal gewesen, aber geht sich auch hier hinten leider nicht aus. Es gäbe ein paar Relikte aus alten Projekten, mit denen man hier theoretisch einen Vergaser einbauen könnte. Aber das ist, als wenn wir mit Kanonen auf Spatzen schießen würden. Das Ding ist einfach viel zu groß und ich habe zwar zwei, die so ähnlich sind, aber die sind für 21 mm Vergaser oder größer und das ist für den Zylinder hier nicht geeignet. Das heißt, ich werde jetzt den fürs erste einfache Weg nehmen und den Zylinder hier abbauen. Wir werden ihn wieder sehen, weil ich will die 65 Kubik, aber ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich diesen Flansch hier bearbeite. Ich muss den irgendwie flach fräsen, weil dieser blöde Winkel und auch dieser Lochkreis hier hinten sind für überhaupt nichts zu gebrauchen. Schauen wir uns kurz den Schalthebel an. Das hier ist der alte, neueste Variante Magura, Vollaluminiumgriffe. Und das hier ist der gleiche in Dreigang. Ich weiß nicht, wo sie den so spät noch verbaut haben. Ich schätze mal was anderes, außer die X50 3M wird es nicht mehr gegeben haben. Das einzige, was ich tauschen muss, ist der Hebel hier. Da war der falsche drauf, das ist der hohle Aluhebel. Das Schaltseil werde ich auch wechseln, weil hier unten fangen schon an, die Litzen rauszuhängen. Es war sowieso für den hohen MK2 Sportlenker immer um einen Touch zu kurz. Deswegen habe ich hier jetzt das Schaltseil von einer Magnum. Schaut euch mal an, wie komisch das hier aussieht. Normalerweise sieht man hinter dem Zylinder nie diesen Hebel, zumindest nicht beim Supermaxi und erst recht nicht hier die Gehäusehälfte. Plötzlich beginnen sich meine Probleme in Luft aufzulösen. Sehr gute Nachricht, der Zylinderfuß hat immer noch den gleichen Abstand zur Motorhalterung wie beim originalen Z50. Das heißt, das hier alles passt sehr gut. Auspuff passt, genauso bescheiden wie vorher. Typische Zweigang-Handschalter-Krankheit. Das hier drüben ist eingebaut. Das schauen wir uns vielleicht später nochmal genauer an, wenn es zu einem Problem wird. Das ist übrigens der 0 Kilo Ohm-Kerzenstecker, der hier dabei war. Schauen wir mal, ob das Ding zum Leben erwachen will. Mit dem Setup sollte sie auf jeden Fall auf den ersten Riss anspringen, weil der Zylinder ist sehr zuverlässig. Neutral ist drin. Das Schleifen kommt hier vom Auspuff, das ist bei der Jägermeister normal, wenn man drauf sitzt, ist das eh nicht. Thank you.
natürlich sind die Schaltseile verkehrt drinnen. So, probieren wir das nochmal. Ich habe hier einiges pushen müssen, sowas sollte nie so ausschauen. Normalerweise stimmt hier was nicht, aber das sollte natürlich auch alles nicht so zusammengeschraubt sein. Ich musste natürlich den Motor nochmal lösen und das Spanstück weiter zurückschieben, weil es nicht gepasst hat. Fast so, als wenn ich es vorhergesagt hätte. Eins. So. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe wieder die originale Bosch-Kontaktzündung reingegeben, weil die Seel hat einen richtigen Achter drinnen gehabt im Polrad. Zum Glück nicht die Kurbelwelle. Ah, okay, der erste geht erst ganz am Ende vom Wurf rein. Das ist kein optimaler Start. Ein Problem, was wir direkt haben, ist, wir drehen die erste nach vorne, das heißt, dieses Seil hier wird gespannt. Man kann dieses Seil aber nicht mehr spannen. Trotzdem hüpft der Gang raus. Das heißt, wir brauchen hier eine längere Verstellschraube. Das möchte ich so nicht allzu weit fahren, weil das wird das Getriebe nicht lange überleben. Das war jetzt der 500 Meter, sehr aufschlussreich. Dieser Ganghebel wird in seiner originalen Form nicht funktionieren. Der indische Motor hat offensichtlich viel mehr Wurf über die ganze Drehung wie der österreichische Motor. Ich fahre mit dem Drehgriff über die erste sogar drüber und habe gerade so mit dem letzten bisschen die erste drinnen. Das heißt, in diese Richtung sind wir zu kurz. Und wenn ich in die dritte schalte, dann schalte ich erst ganz, ganz am Ende vom Wurf in die dritte. Das heißt, die insgesamte Länge hier ist zu wenig, weil die Seile sind voll gespannt. Wir bekommen einfach nicht mehr aus dem Ding raus. Dann sieht man, dass die erste, zweite und dritte nicht linear vom Wurf abgestuft ist. Die erste und zweite sind von null relativ gleich weit entfernt, aber die dritte hat einen sehr weiten Wurf nach hinten. Und das hat der Motor offensichtlich nicht. Es müsste zwischen 1 und 0 und 2 und 0 der Abstand genauso groß sein wie zwischen 2 und 3. Wir werden diesen Schalthebel sehr stark modifizieren müssen. Mal sehen, ob ich das irgendwie in Worte fassen kann, was ich hier vorhabe. Erstens einmal der insgesamte Wurf. Das ist von ganz vorne bis ganz nach hinten. Nach vorne kann ich es nicht weitermachen, weil hier stehe ich mit dieser Flanke hier unten direkt hier an. Und ich kann hier nichts wegnehmen, weil sonst würde ich direkt in den Kanal reinschneiden, wo der Bodenzug läuft. Das heißt, wir können ihn nur nach oben erweitern. Und zwar ist das dieser Zipfel hier, der rastet dann hier unten ein und verhindert, dass ich weiter nach oben komme. Aber ich hoffe schon, dass das reicht, dass wir unsere erste und dritte voll einlegen können. Außerdem ist der Wurf schon jetzt extrem weit und es ist einfach unangenehm im Handgelenk, die ganze Zeit diesen hier zu machen. Also ich möchte das irgendwie vermeiden, wenn es geht. Das nächste Problem ist diese Platte hier.
Hier ist der Schnepper und in diesen Schlitzen, wo sie nicht ganz bis nach unten durchgezogen sind, sondern angedeutet, rastet dieser Schnepper ein und das hilft einem bei dieser unguten Dreigang-Handschaltung die Gänge leichter zu finden, weil sonst rührt man hier drinnen rum und findet nie richtig raus, wann man richtig steht. Hier unten fährt dann nämlich auch ein kleiner Zapfen raus und der erlaubt mir, wenn ihr auf diesen Schlitz hier schaut, dass ich die Kupplung nur loslasse, wenn ich in der richtigen Position stehe. Wenn ich zwischen Gängen bin, dann sperrt er. Ich habe schon gesagt, dass diese Zahlen hier nicht richtig angeordnet sind von den Distanzen her und die werden definiert über diese Spalten hier. Das heißt, wir müssen diese Platte neu bauen, weil diese Distanzen, die wir hier drinnen haben, sind einfach nicht korrekt für unsere Motorschaltung. Seht mal, wie groß dieser Abstand hier ist und wie klein diese Abstände hier sind. Das sollte alles einigermaßen linear sein. Wir können nicht weiter zusammen, im Gegenteil, wir müssen sogar eher weiter auseinander. Das heißt, der Dreier-Schlitz muss weiter nach außen, der Einser-Schlitz muss weiter nach außen und das Neutral und der Zweier müssen ein bisschen weiter in die Mitte versetzt werden. Wenn das noch nicht genug wäre, ist auch unsere Adjustierungsschraube zu kurz. Hier gibt es eine einfache Lösung, nämlich diese geschlitzten Verstellschrauben. Das ist jetzt keine, aber irgendwo in meinem Lager habe ich sicher eine rumliegen, die hier passt. Und der einzige Unterschied ist, dass hier das Gewinde länger sein wird. Das könnte eventuell zu einem Problem werden, weil das Seil schon relativ stark spannt, obwohl ich eine Schraube ganz drinnen und die andere ganz draußen habe. Das müssen wir uns noch anschauen, das machen wir ganz zum Schluss, wenn wir all diese anderen Sachen ausprobiert haben. Theoretisch sollte sich das jetzt eigentlich schon wesentlich weiter drehen lassen, wenn ich einfach nur die Platte draußen habe. Das ist definitiv der Fall, weil so weit habe ich den vorher nie drehen können. Diese Platte hier wird sehr interessant werden. Ich kann die zwar umdrehen und hier wieder reinstecken, dafür müssen wir natürlich diesen Zapfen hier vorne entfernen, aber ich glaube, dass diese angedeuteten Positionen von der Schaltung hier zu weit in die Mitte von dem Blech reinstehen. Und dass das hier immer noch verrasten wird. So, einen kurzen Besuch bei der Flex später und jetzt können wir das hier falsch herum reinstecken. Die Ausschnitte verschwinden jetzt fast ganz im Gehäuse, aber unser Problem werden eher diese Einbuchtungen hier sein. Ja, die stören definitiv. Ich weiß nicht, ob wir das zuschweißen werden oder was wir hier anstellen werden. Aber fürs Erste sind die Verrastungspunkte nicht so kritisch. Es wäre wichtiger herauszufinden, wo wir unsere neuen Schlitze setzen müssen. Beziehungsweise ich werde mal in die Griffkiste schauen, ob ich irgendein Schaltsegment habe, was nur Einschnitte hat und nicht diese komischen Ausnehmungen hier. Also das Gute ist mal, ich habe von diesen Dingern wirklich unendlich viele. Also wir können hier ein paar Versuche machen, bis wir tatsächlich an eine Grenze stoßen. Ich glaube, ich habe von diesen Schalthebeln, weiß nicht, 20 Stück oder so. Wir haben unsere Bewegungsfreiheit zum dritten hin jetzt deutlich verbessert. Wir kommen jetzt weiter nach oben. Das heißt, das Problem mit dem dritten Gang sollte gelöst sein. Was wir allerdings noch nicht gelöst haben, ist das Problem, dass die erste raushüpft. Und hier wird es jetzt kompliziert. Das sieht man irrsinnig schlecht, aber hier zwischen dem Eingang für das Seil und dem Hebel hier unten ist praktisch kein Platz. Hier sieht man es relativ schön. Also diese Flanke hier unten liegt direkt auf dem Magnesiumguss auf. Wenn man sich den Unterteil von hier anschaut, sieht man, dass er schon sehr stark ausgenommen ist. Das heißt, ich komme mit der Flex nicht wirklich in diese Ecke rein. Hier kann ich sehr schlecht nur was wegnehmen, ohne dass ich den Hebel zerstöre. Das heißt, unsere Alternative ist, diese Flanke hier ein bisschen weiter nach innen zu ziehen. Ich komme hier auf diese Flanke zwar drauf, aber eventuell müssen wir das letzte Stück mit der Feile machen, weil ich fahre dann hier halt irgendwann in das Gehäuse rein. Also in die Richtung vom dritten Gang was rauszuholen war relativ easy. Man sieht, wir stehen mit der Markierung jetzt deutlich unter dem Ziffernblatt. Aber die andere Richtung ist ziemlich anstrengend. Ich habe von dem Hebel jetzt schon relativ viel weggenommen und weiter als das komme ich nicht. Man muss dazu sagen, schaut euch mal an, wie dieser Schlitz jetzt hier mit dem Gehäuse fluchtet. Also hier hört die Wählscheibe auf und hier ist die Markierung. Wenn ich das jetzt mit einem originalen Schaltgriff vergleiche, bin ich da locker 3-4 mm weiter hinten. Ob das genug ist, ich habe keine Ahnung. Also es ist der nächste Tag und ich habe zwei Sachen besorgt. Das erste ist ein neues Schaltsegment. Ich weiß, es schaut nicht neu aus. Und der Grund dafür ist, dass ich es mit dem Schweißgerät bearbeitet habe. Und zwar habe ich auf der äußeren Seite alle existierenden Schlitze zugeschweißt, das dann wieder abgeschliffen und aus Versehen im selben Schritt auch gleich gehärtet.
Das andere, was ich besorgt habe, sind die Verstellschrauben, allerdings geschlitzt, damit wir das Schaltseil nicht zerschneiden müssen, wenn wir die neuen Verstellschrauben draufgeben. Schritt Nummer 1, der heute zu machen ist, ist allerdings die alten Verstellschrauben vom Schaltseil runterzubekommen, und das ist relativ schwierig, aber ich zeige euch jetzt schnell, wie ich das versuche. Also passen wir den Seilzug an, das Moped steht hier unten, hier ist der Schraubstock. Ich habe mir hier jetzt mal eine Seite genommen, und das Wichtigste, was wir jetzt beachten müssen, ist, dass wir wirklich nur in die Verstellschraube schneiden und auf keinen Fall in den Bowdenzug selbst. In dem Moment, wo wir den mit der Flexscheibe auch nur berühren, fangen an, sich die Litzen aufzuwickeln, und dann ist es mit dem Schaltseil vorbei. Jetzt drehe ich das ganze Ding um, dass ich an die andere Seite rankomme. Das letzte bisschen, was ihn jetzt noch zusammenhält, mache ich mit dem Schraubenzieher auf. Diese geschlitzte M6er Verstellschraube sollte genau den einen Zentimeter mehr haben, den wir brauchen. Die Mutter brauchen wir gar nicht mit runterflexen, da können wir die alte verwenden. Den einen Zentimeter mehr, den wir jetzt hier auf der Seite eingefügt haben, müssen wir natürlich auf der anderen noch rausnehmen. Yes. Die neue Verstellschraube ist knapp um 6 mm länger. Das heißt, wir müssen das Doppelte hier rausnehmen. 1,2, 1,3 mm. Und schon haben wir unser Heroshakti auf Puchmaxi MK2 Schaltseil als Adapter. Das dürfte schon relativ viel gebracht haben. Ja, ich komme jetzt wesentlich besser in die zweite. Hier sehe ich tatsächlich ein Problem. Ich habe jetzt mal die Kupplung ausgehängt, damit wir besser spüren können. Und zwar schaut mal auf den Strich hier oben. Ich habe hier in der ersten mit unserem alten Segment sehr viel Spiel. Der Grund dafür ist, dass dieses Segment nicht dafür ausgelegt ist, dass es erst so weit hinten sperrt. Das heißt, um die zweite vernünftig einzustellen, was unser größtes Problem werden wird, werden wir das Segment wahrscheinlich tauschen müssen, damit wir die präzise erste einstellen können. Und das wird uns dann erlauben, dass die zweite nicht immer raushüpft. Bei der dritten ist es kein Problem, da haben wir schon einen neuen Schlitz gemacht. Die geht erst wirklich ganz, ganz zum Schluss rein und bleibt dann auch. Also man sieht hier auch den Unterschied. In der dritten ist die bombenfest. Wenn ich in die erste schalte, dann kann ich den ganzen Hebel ein paar Grad hin und her bewegen. Und das können wir so nicht lassen. Das ist unser altes Dreigangssegment. Das hat jetzt tatsächlich vier Schaltpositionen, weil die dritte hier verwenden wir nicht mehr. Dafür ist diese Tiefe hier oben unsere dritte. Das ist erstens einmal ein Problem, weil wir haben hier einen Fake dritten Gang, wo wir uns aus Versehen verschalten könnten. Und das größere Problem ist, man sieht, der Spalt hier ist sehr schmal. Das ist der dritte, der so schön sauber hängen geblieben ist. Wenn wir hier unten hinschauen, normalerweise begrenzt den ersten Gang in diesem Schlitz das Gehäuse vom Griff. Den kann man nicht weiter drehen. Dadurch, dass wir das modifiziert haben, kann man ihn wesentlich weiter drehen als vorgesehen, und das Segment müsste eigentlich wesentlich weiter unten abschließen. Und deswegen habe ich hier dieses brandneue Dreigang-Handschalter-Segment zugeschweißt, damit wir sozusagen mit der Flex unsere Begrenzungen selbst setzen können. Ich werde 0 und 2 übernehmen. 1 brauche ich gar nicht ausnehmen, weil hier ist dann ein Spalt zwischen Gehäuse und Segment. Und die neue dritte hier ganz hinten werde ich auch übernehmen, und dann sollte das eigentlich relativ gut funktionieren. Ich habe die Schlitze hier jetzt nur sehr schmal eingezeichnet,
Der Grund dafür ist, dass wir später immer noch breiter werden können, aber ich habe hier kein Schweißgerät und ich müsste wieder in die Arbeit fahren, damit ich die Löcher wieder zumachen kann. Also spielen wir es lieber auf die sichere Art und Weise und machen die Schlitze mal sehr schmal und schauen später, was wir noch nachbessern müssen. Damit wir unsere Gänge auch blind finden, werde ich noch die Vertiefungen hier reinmachen. Beim dritten und beim ersten Gang sind die nicht notwendig, weil da dreht man sowieso auf alles, was geht. Aber bei der Neutral- und Zweistellung sind sie sehr wohl notwendig, weil hier ist sehr wenig Platz dazwischen und da findet man die Gänge sonst nicht. Und das sollte reichen, dass man mit dem Schnepper hier einen schönen Widerstand spürt, wenn man in der richtigen Position ist. Jetzt putze ich das noch mit einer Feile und dann probieren wir das nochmal aus. So sieht die Chose jetzt aktuell aus. Und hier hört man jetzt auch vom Schnepper, der verrastet schön auf Neutral und 2. Schauen wir mal, wie sich das fährt, weil trocken üben können wir so viel wir wollen. Wir müssen schauen, wie das unter der Fahrt ist. Ich werde jetzt auch, während ich die Probefahrt mache, hier in den Gängen wackeln. Und vor allem beim Lastwechsel, also wenn man gerade vom Gas weggeht oder gerade drauf geht oder halt mitrollt, kann man mit dem Wackeln relativ gut feststellen, ob der Gang gescheit hält oder nicht. Wenn er da dann rausfliegt, wenn man den in dem Spalt dreht, weiß man, dass er hier auf dem letzten Eck hängt sozusagen. Einfach ein Volltreffer. Ich habe jetzt da gar nichts mehr verstellt bei den Seilen. Das funktioniert einfach. Wundert euch nicht, warum ich so langsam schalte. Das hat zwei Gründe. Erstens mal ist alles, was mehr als zwei Gänge mit einer Handschaltung hat, einfach eine Katastrophe zu fahren. Und die andere Sache ist, ich muss mich erst an das gewöhnen. Wenn ich orange sehe, dann ist mein Handgelenk schon automatisch 1-2. Abgesehen davon sind die Kanten von unserem Segment hier jetzt noch alle sehr spitz. Die werden sich mit der Zeit sowieso verschleißen, deswegen habe ich sie jetzt nicht absichtlich noch runder gemacht. Man muss die Gänge wirklich sehr präzise treffen, dass sie auch reingehen. Dieser Schalthebel braucht das aber auch, weil wenn wir hier wieder so ein mördermäßiges Spiel drinnen haben, dann hüpfen uns wieder die Gänge raus. Also es ist so eine Mischung aus Gut und Böse. Ich habe jetzt auch schon von dem Hüllenabschneiden hier das Video auf dem Computer angeschaut und da sieht man einen winzigen Funken fliegen, wie ich die eine Verstellschraube runtergeflext habe. Und wenn man einen Funken fliegen sieht, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass das Schaltseil kaputt ist und das ist auch hier leider passiert. Ansonsten voller Erfolg, ich finde das fährt sich sehr gut und ich drehe jetzt noch ein paar Runden damit. Der Motor hat jetzt sage und schreibe 10 Kilometer drauf. In der Stadt hat er sich fürs Erste gut geschlagen, aber jetzt wird es mal Zeit, ihn auf die Piste zu schicken. Raphael hat mir für dieses Wochenende die Puchparade in Pfaffenstätten empfohlen. Die werden wir heute mit der Jägermeister bezwingen und mal hoffen, dass dieses Hero-Getriebe durchhält. Ich habe diesen Motor gestern spät am Abend fertig gebracht und gut abgestimmt. Das heißt, ihr könnt mir die Daumen drücken, dass die Geschichte hält. Ich habe auch ein richtig grausliches Sperrdifferential 90-80 Hypoidöl in das Getriebe eingefüllt. Da trennt die Kupplung zwar nicht vernünftig, aber man kann ein bisschen die Zahnräder mal aufeinander einarbeiten lassen, ohne dass gleich was kaputt geht. Wir sind eine Strecke von knapp 40 Kilometer gefahren und hier war alles dabei, um diesen Motor mal auf Herz und Nieren zu testen. Wir sind auf der Geraden 70 km/h konstant Vollgas gefahren in der dritten. Wir haben viele Szenarien gehabt, wo wir bergauf in die zweite zurückschalten müssen und ihn richtig lange ausdrehen. In der Stadt hat der Motor nicht wirklich viele Vorteile. Man ist genauso schnell wie vorher, außer dass man wesentlich mehr schalten muss. Klar, der Anschluss mit dem Dreigangmotor ist besser als wie mit dem Zweigang-Handschalter, aber die verlorene Zeit vom Schalten macht das nicht wett. Auf der Ausfahrt sind die Vorteile wesentlich besser zu merken. Wenn man irgendwo einen Hügel sieht, musste man mit der Jägermeister in die erste zurückschalten. Das Moped ist zwar 75 km/h gegangen, aber voll ausgedreht in der ersten ist man maximal mit 20 km/h im Drehzahlbegrenzer den Berg raufgefahren. Jetzt ist es wesentlich einfacher, in die zweite zurückzuschalten. Man ist bergauf knapp 10 km/h schneller und fährt den Motor nicht am Anschlag. Alles in allem hatten wir gar keine Probleme mit dem Motor, er hat eine saubere Leistung gebracht, keine wilden Geräusche von sich gegeben und es war nicht mal das langsamste Moped auf der Ausfahrt. Also da ist er,
der heilige Gral der Puchmaxis. Die MK3 Sport Dreigang Handschaltung Super Maxi. Mir fällt aktuell nicht wirklich was Besseres ein, was man sich aus Puchteilen, die es original mal gab, zusammenbasteln kann. Was für eine einzigartige Kombination und eine Sache, die man sicher nirgendwo anders so schnell zu sehen bekommen wird. Und ich bin sehr froh, dass das Projekt jetzt endlich mal Früchte trägt, nachdem wir jetzt da Monate, wenn nicht sogar jahrelang damit herumgespielt haben. Ich glaube, der Dreigang-Handschalter hat in der Maxi einen sehr guten Platz gefunden, vor allem, wenn wir sie mal länger übersetzen werden. Ansonsten merkt man halt, dass dieser Motor ein bisschen für einen Zweisitzer eigentlich ausgelegt ist. Das heißt, man kann hier noch wesentlich mehr rausholen, was Endgeschwindigkeit angeht. Wenn man die Geschwindigkeit, die sie jetzt fährt, beibehalten möchte, könnte man die aber auch locker zu zweit fahren. Bevor ihr jetzt anfangt, irgendwelche romantischen Gefühle für diesen Motor hier zu entwickeln, dann lasst euch nochmal auf der Zunge zergehen, wie viel Arbeit und wie viel Zeit es gekostet hat, dass wir an den Punkt kommen, dass das sich mal irgendwie unter eigener Kraft bewegt. Ich glaube, dass ich noch nie einen Motor gebaut habe, der mich so viel Zeit, Geld und Nerven gekostet hat, also alle drei Strikes erfüllt. Trotzdem war es ein irrsinnig lustiges Projekt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Die Resonanz auf die letzten zwei Videos zu dem Motor war wirklich sehr, sehr gut und freut euch auf die Leistungssteigerung. Ich hoffe, dass wir den 65 Kubikzentimeter Herozylinder weiterverwenden können. Christian arbeitet schon unter Hochdruck daran, den Flansch zu adaptieren. Falls euch die Serie bis jetzt gefallen hat, lasst mir unter dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.